Wenn ich auf die Uhr gucke, müsste die eigentlich schon längst da sein. Irgendwie mache ich mir langsam Sorgen. Okay, komm. Eins und zwei, eins und zwei. Hopp, hopp. Hallo? Ja, was ist denn da für ein Geschrei? Was macht denn ihr hier? Ihr seid engagiert? Ich habe ein Spitzenkunstturnprogramm engagiert und beauftragt. Okay. Karin, es wird billiger. Ja. Gut, also dann legt halt mal los, was immer ihr vorhabt. Ja? Vielen Dank schon mal, dass ihr da seid, ihr zwei. Das war billig. Aber insbesondere geht mein Dank an eine wirklich tolle, spannende Segeltour, an die zwei Personen, die neben mir stehen. Und wenn ich, der ein oder andere weiß, was ich mache, der wird jetzt schmunzeln, wenn ich den beiden ein Zeugnis ausstellen dürfte, dann würde da drin stehen, unermüdlicher Einsatz, absolut kritikfähig in beide Richtungen, sie können Kritik geben und sie stecken sie auch ein. Sie sind absolut motiviert, kreativ bis in die Haarspitzen und teamfähig, weil ohne das hätten wir es drei so manchen Samstag in der Geschäftsstelle nicht ausgehalten. Der Dank war mir wichtig, weil nur auf mehreren Personen und Beinen basiert unsere Festschrift. Und es gibt sie tatsächlich in Buchform. So sieht sie aus. Wir sind gestartet mit einem gut ausgestatteten, ja, ich sag mal Boot, es war kein Kanu, es war schon ein Boot. Wir hatten einen Grundkurs von der netten Dame, die hier links unten von mir mit rotem T-Shirt steht, nämlich von der Sandra Hartmann. Die hat uns als allererstes mal gezeigt, für was Taue sind, wo das Ruder ist und wie man die Segel hissen kann. Und vieles davon haben wir uns wirklich sehr, sehr gut gemerkt. Vielen lieben Dank, Sandra, an der Stelle nochmal. Ich habe nie vergessen, bitte verwendet aktiv Sätze und aktiv Wörter. Das haben wir auch umgesetzt, hoffe ich zumindest. Wunderbar. Ja, dann sind wir los in ruhigen Gewässern bei eitel Sonnenschein wie heute. Und wie die zwei Damen vom Sport vorhin schon gesagt haben, das Wetter ist einfach nicht berechenbar. Und wir sind in manchen Sturm gekommen. Stürme waren für uns die Corona-Pandemie. Wie treffen wir uns? Wie kriegen wir das alles hin? Wie können wir die Interviews, die wir geplant haben, machen? Wie kommen wir wieder in ruhige Gewässer? Und welche Entscheidungen sind fällig? Und das hat uns ganz schön in Anspruch genommen, kann man sagen. Alles wäre nicht möglich gewesen, wenn eben nicht ein Team um uns herum gewesen wäre, das uns immer wieder unterstützt hat. Und auch Personen, und da zähle ich insbesondere auch die dazu, die sich bereit erklärt haben, die Interviews mit uns zu machen oder die Porträts, die uns so einen gewissen sicheren Hafen geboten haben. Ach ja, ich habe einen Termin mit Herrn Schneider oder mit Bernd Bauer oder mit der Karin Jakob. Das ist was, wo ich weiß, was auf mich zukommt, das kann ich berechnen. Ja, manchmal haben wir berechnet und haben hinterher Dinge erfahren, wo wir gesagt haben, wow, das wussten wir gar nicht, so haben wir es uns nicht vorgestellt, aber ihr werdet es lesen können. Denn die Personen haben in der Festschrift wirklich auch viel von ihrem, ja, von ihrer Persönlichkeit und von ihrem Privatleben auch mitgegeben und auch Wünsche natürlich für den Verein ausgesprochen. Muss ich mal schön das weglegen? Dabei zahlreiche Erinnerungen an Ihren, an unseren ESV gebracht werden. Leider hat euch die Corona-Pandemie bei den Vorbereitungen zum Jubiläum stark beeinträchtigt. Besprechungen fanden zeitlich eingeschränkt mit Maske und oft mit schlechtem Gewissen der Teilnehmer statt.
Das Jubiläumsprogramm musste ins nächste Jahr verschoben werden. Da wir noch geschrieben, vielleicht gelingt es, aber das gelingt jetzt wunderbar. Die Festschrift bei bestem Wetter und bei bester Umgebung zu präsentieren und auf 100 Jahre TSV anzustoßen. Die Ergebnisse des Ulmer Hirnforschers Dr. Spitzer belegen, dass Bewegung die Grundvoraussetzung für Lernen ist. Die aktuelle Behandlung von Kindern und Schul- und Vereinssport in der Pandemie stellt die jahrelang geführte Diskussion über mehr Bewegungsanreize für große Teile der Bevölkerung, auch aus gesundheitlichen Gründen, auf den Kopf. Angesichts dieser desaströsen Situation wünsche ich zum Schluss dem breiten Wettkampf Gesundheit und Fitnesssport eine viel bessere Zukunft. Für die medial dominierenden Zirkus- und Kommerzsportarten ist schon gesorgt.